In seiner Kunst kann man sogar baden, hier in Stuttgart, wo er zu Hause war. Wie Bausteine, geometrische Formen, kräftige Farben. Otto Herbert Hayeks Kunst ist markant und groß. Und vor allem im öffentlichen Raum. Hayek wollte Zeichen setzen, im direkten Umfeld der Menschen. Der ganze Stadtraum ist voller Zeichen. Verkehrszeichen, Hinweisschilder, die wir eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil sie einfach da sind und ins öffentliche Leben gehen. Und Hayeks Arbeiten sind so groß, so prominent, so auffällig, ein richtiges Zeichen, dass wir einfach innehalten müssen. Hayek hat mit Formen und Farben gespielt. Seine Kunst ragt in den Raum, schafft neue Räume. Für ihn war es ein Grundrecht des Menschen, dass seine Umgebung, der Raum, schön gestaltet wird. Direkt neben dem Museum der kleine Schlossplatz. 1969, Farbwege. Eine Aktion von Hayek, hier der Künstler selbst. Seine Kunst sollte Menschen zusammenbringen. Skulpturen, auf denen geklettert wurde. Seine Kunst sollte ein Erlebnisraum sein. Aus dem drögen Platz sollte ein richtiger Ort werden, an dem Menschen gerne zusammenkommen. Ein Künstlerkollektiv greift seine Idee auf, gestaltet denselben Platz, dem er damals mit seiner Aktion ein neues Gesicht gab. Heute haben wir im Prinzip wieder eine ähnliche Situation. Einen Platz, ja, einen Raum, einen öffentlichen Raum, dem aber die Mitte fehlt. Die Mitte, wo man zusammenkommen kann, wo man sich gerne aufhält, der einen anzieht und einfach auch zum Verweilen einlädt. Manch einer erinnert sich noch an die Aktion von Hayek damals. Das wird aufgegriffen, das sehe ich schon. Aber ich muss sagen, man muss da eine Erklärung dazu haben. Jetzt muss man sich natürlich damit beschäftigen und überlegen, was könnte es sein? Also für mich, das ist da so eine Halfpipe. Also ich bin hier hingelaufen und habe ich zuerst gedacht, also das sieht vielleicht aus wie so ein Strandkorb. Ich würde meinen Enkel drauf sitzen lassen. Selbst meine, da habe ich meine Schwierigkeiten. Einen Kaffee genießen oder einen Cocktail genießen und dann die Kunstwerke sagen, oh, ich sitze auf einem Kunstwerk. Das wäre wohl ganz im Sinne von Hayek, dessen große Skulpturen und Bilder Raum schaffen und Raum einnehmen.